and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan. Ladies and gentlemen, the national anthems of the Republic, Federal Republic of Germany, and the United States of America. Thank you.
Chancellor Cole, Mrs. Cole, on behalf of the American people, Nancy and I are honored and delighted to welcome you to Washington. Before my visit to the Federal Republic of Germany earlier this year, Chancellor Cole, who had not yet attained the high office he now holds, helped organize several rallies. He wanted to let us know that we were welcome and to reassure all Americans of the sincere goodwill of the German people. And Chancellor Cole, I appreciated very much that magnificent gesture. I understand that in Bonn, where some 75,000 people attended the rally, one of the banners read, "Say something good about America." Well, today it certainly makes all Americans happy to repay this compliment, because there are many good things to say about you, Mr. Chancellor, about the German people, and about the strong bond that unites us. A recent study has revealed that today more Americans trace their ancestry to your country than to any other nation. German immigrants provided the hard work and determination that settled much of the Midwest, taking rugged frontier land like that in the Dakotas and reaping from it bountiful harvests that helped feed the world. In other industries, German energy and German ingenuity helped build the factories and firms that catapulted our standard of living and elevated the lot of the common man from a life of drudgery to new progress consistent with individual dignity and respect. But as you are aware, Mr. Chancellor, it wasn't simply hard work that built America. It was freedom available here, freedom to which German immigrants greatly contributed. One of the first precedents for freedom of press, for example, was established when Peter Zenger, a German immigrant, spoke out in his newspaper against the abuse of power by a public official. When the jury freed Zenger, they were laying the freedom of press as a cornerstone of our democratic system. In the middle of the 19th century, when turmoil was sweeping through Western Europe, we were the recipient of many political exiles who made significant contributions to American liberty. And one of the most remarkable, Carl Schurz, was one of the original members of the Republican Party. Now you see one reason why I personally am so grateful, Mr. Chancellor. With us today to greet you is a group of young people from your country who are spending the autumn months living with American families in Virginia. They're part of our youth exchange project between our two countries. And these kinds of ties bode well for the future. The future of both our nations depends so much on friendship and the values we share. In these uncertain times, when a power to the east has built a massive war machine far in excess of any legitimate defensive needs, the Western democracies must stand firmly together if our freedom and peace of the world are to be preserved. The German people are on the front lines of freedom. When I was in your country a few months ago, I told your citizens, "You are not alone. We're with you." Well, today, Mr. Chancellor, I can tell you we're happy that the German people are with us. The Western democracies, the future freedom of mankind, and the peace of the world would be far less secure if it were not so. Your personal commitment and that of your government to the needs of our alliance are well appreciated here, as is the depth which you add to the meaning of our covenant. In truth, as you recently observed, we are not a military alliance. The community of arms, you said, is there to defend the community of ideas. The important point is that we have common ideas regarding human rights, civil rights, our moral values, our moral laws. I look forward to our talks today, as I would expect at a meeting of the leaders of the two great nations whose interests are so intertwined, there are many vital issues to discuss. As all good friends do, we will disagree at times. But in free societies, we're accustomed to differences and also to a peaceful resolution to achieve our common goals. As we stand here today, I am confident that our shared interests, our common vision of the future, and our joint commitment to human freedom will overcome any differences between our countries. Our governments will work in the closest consultation, in a spirit of amity and straightforwardness. We thank you for coming
And in the name of the people of the United States, willkommen. Herr Bundeskanzler, verehrte Frau Kohl, für Nancy und mich ist es eine Ehre und eine Freude, Sie heute in Washington willkommen zu heißen. Vor meinem Besuch in der Bundesrepublik früher in diesem Jahr, Herr Bundeskanzler, hatten Sie noch nicht dieses hohe Amt inne, das Sie jetzt bekleiden. Und Sie haben damals mitgeholfen, mehrere Freundschaftsdemonstrationen zu organisieren, um uns wissen zu lassen, dass wir in Deutschland willkommen sind und um zu bekräftigen für alle Amerikaner, dass das deutsche Volk echte Freundschaftsgefühle für Amerika hegt. Herr Bundeskanzler, ich war dankbar für diese großartige Geste. Ich habe gehört, dass in Bonn etwa 75.000 Menschen einer Demonstration beigewohnt haben, wo auf einem Banner zu lesen war: Sage etwas Gutes über Amerika. Heute sind sicherlich alle Amerikaner erfreut, dieses Kompliment zurückzuzahlen, denn es gibt viel gute Dinge zu sagen über Sie, Herr Bundeskanzler, über das deutsche Volk und über die starken Bande, die uns zusammenhalten. Eine Studie hat vor kurzem gezeigt, dass die meisten Amerikaner ihre Herkunft von deutschem Boden haben, mehr als von jeder anderen Nation. Deutsche Immigranten haben beigetragen, mit harter Arbeit und mit ihrem festen Willen, einen großen Teil des Mittelwestens zu besiedeln. Sie haben ein unwirtliches Neuland angepackt, wie zum Beispiel in den Dakotas, und haben dort reiche Ernten eingebracht, die geholfen haben, den Hunger in der Welt zu stillen. Auf anderen Gebieten der Wirtschaft hat deutsche Dynamik und der deutsche Erfindergeist dazu beigetragen, Fabriken und Unternehmen zu bauen, die geholfen haben, unseren Lebensstandard stark nach oben zu bringen und den einfachen Bürger aus einer qualvollen Existenz zu einem neuen Fortschritt geführt haben, wie er zugrunde liegen muss, der menschlichen Würde und des Respekts voreinander. Aber wie Sie wissen, Herr Bundeskanzler, war es nicht einfach harte Arbeit, die Amerika gebaut hat. Die Freiheit war hier zu Hause eine Freiheit, zu der Einwanderer aus Deutschland stark beigetragen haben. Einer der ersten Präzedenzfälle im Aufbau dieser Freiheit war auf dem Gebiet der Pressefreiheit, denn es war ein Deutscher, Peter Zenger, hierhin eingewandert, der in seiner Zeitung gegen den Missbrauch der Gewalt durch einen öffentlichen Beamten sich aussprach. Als die Geschworenen dann Zenger freisprachen, legten sie mit der Pressefreiheit einen weiteren Eckstein für unser demokratisches System. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Westeuropa von schwerer Unrast befallen war, kamen viele ins politische Exil in die Vereinigten Staaten. Und viele dieser Deutschen haben für die amerikanische Freiheit große Beiträge geleistet. Eins der außerordentlichsten Beispiele sehen wir in der Person von Karl Schurz, der nebenbei gesagt einer der Gründerväter der Republikanischen Partei war. Jetzt können Sie sehen, warum ich persönlich den Deutschen auch Dank schulde. Bei uns haben wir heute eine Gruppe junger Deutscher, die im Herbst einige Monate mit amerikanischen Familien im Bundesstaat Virginia verbringen. Sie sind ein Teil des Jugendaustauschprogramms zwischen unseren beiden Ländern. Auf diese Weise geknüpfte Bande setzen ein gutes Signal für unsere Zukunft. Die Zukunft beider Nationen hängt so sehr ab von der Freundschaft und von den Werten, die wir teilen. In diesen ungewissen Zeiten, wo eine Macht im Osten eine gewaltige Kriegsmaschinerie aufgebaut hat, die über
legitime Verteidigungsnotwendigkeiten weit hinausgeht, müssen wir westlichen Demokratien fest zusammenstehen, wenn wir unsere Freiheit und den Frieden in der Welt erhalten wollen. Das deutsche Volk steht an der vordersten Front in diesem Kampf um die Freiheit. Als ich vor einigen Monaten in Ihrem Lande war, habe ich Ihren Bürgern gesagt, ihr seid nicht allein, wir stehen an eurer Seite. Heute, Herr Bundeskanzler, darf ich Ihnen sagen, dass auch wir froh darüber sind, dass das deutsche Volk an unserer Seite steht. Die westlichen Demokratien, die Freiheit der Menschheit in der Zukunft und der Frieden in der Welt wären weit weniger sicher, wenn es anders wäre. Wir sind hier besonders dankbar für Ihr persönliches Engagement und für das Ihrer Regierung, für die Erfordernisse des Bündnisses. Und Sie haben der Bedeutung dieses Bündnisses eine tiefere Dimension verliehen. Wie Sie ganz richtig vor kurzem gesagt haben, ist es nicht ein Militärbündnis. Sie haben es in etwa so ausgedrückt. Die Waffengemeinschaft, sagten Sie, besteht, um eine Ideengemeinschaft zu verteidigen. Das Wichtige dabei ist, was wir gemeinsam haben. Ideen in Bezug auf Menschenrechte, Bürgerrechte, unsere moralischen Werte, unsere Moralgesetze. Ich sehe unseren Gesprächen heute entgegen und würde erwarten, dass ein Treffen zweier Führer, zweier großer Nationen, deren Interessen so eng miteinander verbunden sind, viele wichtige Probleme zu erörtern hat. Wie immer unter guten Freunden stimmt man nicht immer überein. Aber in freien Gesellschaften sind Differenzen nichts Ungewöhnliches und genauso deren friedliche Beilegung, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir stehen hier heute voller Zuversicht, dass unsere gemeinsamen Interessen, unsere gemeinsame Vision von der Zukunft und unsere gemeinsame Verpflichtung gegenüber der menschlichen Freiheit über alle Differenzen, die zwischen unseren Ländern entstehen können, hinweggehen wird. Unsere Regierungen werden zusammenarbeiten in engster Konsultation, in einem Geist der Freundschaft und mit Aufrichtigkeit. Wir danken Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind und im Namen des amerikanischen Volkes willkommen. Herr Präsident, sehr verehrte gnädige Frau, meine Damen, meine Herren, zunächst darf ich Ihnen, Herr Präsident, sehr herzlich danken für Ihren freundlichen, für Ihren warmherzigen Empfang. Mr. President, Mrs. Reagan, ladies and gentlemen, I thank you, Mr. President, most warmly for the very kind words of welcome and for the warm-hearted reception we have been given here. Am 7. April 1953, also vor fast 30 Jahren, stand zum ersten Mal ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland an dieser Stelle. Konrad Adenauer hat damals gesagt, die Deutschen sind loyale Partner auf dem Weg zur Freiheit und zum Frieden, auf dem die Vereinigten Staaten von Amerika alle Nationen vorangehen. On 7th April 1953, almost 30 years ago, the Chancellor of the Federal Republic of Germany stood here for the first time. And on that occasion, Konrad Adenauer said that we Germans are loyal partners on the road to freedom and peace, a road on which the United States is ahead of all other nations. Und Herr Präsident, ich möchte Ihnen heute und allen Ihren Mitbürgern in den Vereinigten Staaten sagen, dieses Wort Konrad Adenauers gilt auch heute selbstverständlich für uns und es gilt auch für die Zukunft. Die Bundesrepublik Deutschland ist und bleibt ein loyaler Partner der Vereinigten Staaten von Amerika. Mr. President, I want you
and all citizens of the United States to know that these remarks by Chancellor Adenauer still hold true today and will do so in the future as well. Germany is and will remain a loyal partner of the United States of America. Gerade in diesen Tagen haben neue Umfragen erneut bewiesen, das Vertrauen in die atlantische Partnerschaft hat in meinem Lande eine breite, eine solide Basis. Und deshalb möchte ich heute allen Amerikanern mit großem Nachdruck sagen, Sie können sich auf Ihre deutschen Freunde verlassen. Recent opinion polls have shown once more that in the Federal Republic of Germany there is wide-based firm confidence in the Atlantic Partnership. And to all Americans, therefore, I'll say today, most emphatically, you can count on your German friends. Das Nordatlantische Bündnis und die Freundschaft mit den Vereinigten Staaten sind das Fundament unserer Politik zur aktiven Sicherung des Friedens in Freiheit. The North Atlantic Alliance and our friendship with the United States are the foundation of our active policy for safeguarding peace in freedom. Die eigentliche Stärke unserer Allianz ist nicht die Zahl unserer Soldaten und der Waffen. Unser Bündnis ist stark, weil die Bürger von 16 Staaten in Nordamerika und Europa ein gemeinsames Ziel haben: die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten, so wie es in der Präambel zum Nordatlantikvertrag gültig festgelegt ist. The real strength of our alliance does not derive solely from the number of troops and weapons. Our alliance is strong because the citizens of 16 North American and European countries have a common goal. They are determined to safeguard the freedom, the common heritage and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law. This goal is laid down in the preamble to the North Atlantic Treaty. Diese Grundlagen unserer gleichberechtigten Partnerschaft und unserer tief empfundenen Freundschaft müssen wir uns und vor allem unseren jungen Mitbürgern immer wieder bewusst machen. Denn unsere gemeinsamen Grundüberzeugungen sind der Schlüssel zur Einigkeit. Und aus dieser Einigkeit entsteht die Kraft, unsere Ziele zu erreichen. Die Sicherung des Friedens in Freiheit durch Festigkeit und Verhandlungsbereitschaft. Die Gewährleistung wirtschaftlicher und sozialer Stabilität und faire und hilfreiche Zusammenarbeit mit den Ländern der Dritten Welt. We must constantly remind ourselves, and in particular our young fellow citizens, of these foundations of our equal partnership and of our deep friendship, because our shared fundamental convictions are the key to unity. And from unity ensues the strength to attain our goals, to safeguard peace and freedom through firmness and the readiness for negotiation, to ensure economic and social stability, and to cooperate fairly and constructively with the countries of the Third World. 8 amerikanische Präsidenten und 6 deutsche Bundeskanzler haben ungeachtet aller innenpolitischen Veränderungen in unseren Ländern und ungeachtet von Regierungswechseln zur deutsch-amerikanischen Partnerschaft beigetragen. Für uns Deutsche ist auch Dankbarkeit ein Stück unserer Freundschaft mit Amerika. Despite domestic changes in our countries and changes of government, 8 American presidents and 6 German chancellors have contributed towards German-American partnership. For us Germans, gratitude too is an element of our friendship with America. Meine Generation, meine Frau und ich selbst haben nach dem Krieg als Kinder, als Schüler erlebt, dass uns
Amerikaner in unserem Hungerdasein geholfen haben. My generation, my wife and I, know from our experience that after terrible war, when we were still children and pupils and students, the Americans saved us not only from hunger. Und sie ist unvergessen, was die Care-Aktion, was Quäkerhilfe und was die Hoover-Speisung uns in jenen bitteren Tagen bedeutet hat. We have not forgotten what the Hoover Aid Program and what the Quaker Aid Program and the Care Parcel Gifts Action has meant for us at that time. Amerikaner haben mitgewirkt am Aufbau unseres freiheitlichen deutschen Staates, am Aufbau und Ausbau unseres Grundgesetzes, insbesondere beim Katalog der Grundrechte, verdanken wir viel den amerikanischen Erfahrungen. The Americans helped us to build a free state, and our Constitution, especially the Catalog of Basic Rights, owes much to the American experience of democracy. Heute sind in meinem Lande 245.000 amerikanische Soldaten, die uns mit ihren Familien herzlich willkommen sind. Sie tun ihren Dienst neben den 500.000 Soldaten unserer Bundeswehr und den Soldaten von 5 weiteren Bündnispartnern. Was könnte klarer, Herr Präsident, zum Ausdruck bringen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind? Today there are 245.000 American troops and their families in our country, where they are welcome guests. These troops serve together with 500.000 members of the Bundeswehr and the forces of 5 other allied countries. What clearer proof could there be, Mr. President, that we are dependent on one another? Ein besonders starkes Band between Germany and the United States. And I convey particularly warm regards to all of them today on my first visit to Washington as Federal Chancellor. Im nächsten Jahr werden 300 Jahre vergangen sein, seit die erste Welle deutscher Einwanderung nach Amerika einsetzte. Deutsche und Amerikaner wollen gemeinsam aus diesem Anlass ein großes Fest feiern. Wir wollen uns der gemeinsamen Wurzeln erinnern und aus der Vergangenheit Kraft und Mut und Zuversicht für unsere gemeinsame Zukunft schöpfen. Next year will mark the tricentennial of the first wave of German immigrants to America. And to mark this occasion, Germans and Americans intend to hold a big celebration together. We will recall our common origins and from this past draw strength, courage and confidence for our common future. Herr Präsident, lassen Sie uns das vor uns liegende Jubiläumsjahr zu Beginn einer Phase besonders enger, besonders intensiver und besonders fruchtbarer deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit machen. Hier und heute wollen wir damit beginnen. Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit. Mr. President, let us make the forthcoming anniversary the start of a period of particularly close, intensive and fruitful German-American cooperation. Let us start here and now. I'm looking forward to this cooperation. Thank you very much. Thank you.
Wie soll das denn machen? Ja, wenn wir nun zweitens vielleicht ins Fürsten einfach halten, dann wäre ich. Ich finde auch, das ist doch lustig. Die wichtige Frage der Rundung. Und wir sehen mal wieder Presse. Presse. Well, Chancellor, I know that you have some things you want to bring up. I'm very pleased with the agreement that we all, with one question mark, have agreed upon. I think it will be all. We have informed them that they should take whatever problem they have to the entire group. We refuse to discuss it. I would appreciate hearing what you, your views on, you'd like to discuss. Der Sache. In unserer Sache.